Ich begrüße Sie erneut zum Grand Prix der USA hier im wunderbaren Austin. Hier erfreute Kimi Räikkönen 2018 die Welt, als er nach sage und schreibe 114 Rennen zum ersten Mal endlich wieder ganz oben auf dem Treppchen stand. Es gibt eigentlich immer einen Rekord, der gebrochen werden kann. Also gucken wir mal, was heute passiert. Auf dem fantastischen Circuit of the Americas werden die Fahrer mit insgesamt 20 Kurven konfrontiert. 10 links und 10 rechts. Die besten Überholmöglichkeiten auf dieser 5,79 Kilometer langen Strecke, bei der entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren wird, bietet sich vor den Kurven 1 und 12. Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass das bei heutigem Wetter den Fahrern ganz schön schwer fallen dürfte. Für den Grand Prix darf ich erneut Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Jetzt würde ich gerne mit dir über Valtteri Bottas reden. Sie hatten ein großartiges Gesamtpaket und ein noch besseres Jahr und sie gehen dieses Grand Prix-Wochenende als verdienter Champion an. Da muss ich dir beipflichten, diese Saison war ziemlich beeindruckend. Aber Champion oder nicht, ich denke nicht, dass sie das Rennen heute ganz gemächlich zu Ende bringen. Ganz im Gegenteil. Da es nicht mehr länger um Punkte geht, muss nichts mehr riskiert werden. Daher glaube ich, dass wir uns sogar auf ein aggressiveres Verhalten einstellen können. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Albon, Leclerc, Carlos Sainz und Perez, Ricciardo, Vettel, Norris und Dani Quert, Ocon, Stroll, Pierre Gasly und Verstappen, Richards, Russell, Kevin Magnussen und Antonio Giovinazzi, Räikkönen, Latifi, King und Mick Schumacher. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, wir kommen zurück zum zweiten Versuch hier in den USA. Den ersten Versuch nehme ich mal raus, lief nicht so gut, weil mein Rennen dann irgendwann mein Auto dann im Safety Car sagte, oh, ich fahre mal rückwärts. Und zwar von jetzt auf gleich im Safety Car. Es gab Safety Car in der ersten Runde. Und dann war ich dran wieder am Feld, weil ich nochmal in die Box musste, wegen Flügel und alles um und dran. Und dann sagte mein Auto, ach, ich komm, weißt du was, ich fahre mal rückwärts. Und damit wurde ich disqualifiziert, ich konnte nichts mehr wegdrücken, musste die Session nochmal neu starten. Und das glaube ich in der dritten Runde und dann so. Ist jetzt leider einfach ärgerlich, aber kackt mich einfach nur an, aber ist jetzt einfach so. So, nein, ich brauche keinen. Oh, yes. Ist ja gut. Du hast ja keinen Bock mehr, ne? Aber den mal Strategie rückgängig machen. Das war. Einmal rück. So. 7-6. Gut. Passt. Gehen wir rein. In die Einführungsrunde hier in Austin. Meine Strecke, die mich so. Wie ich das gerade erzählt habe. Die Strecke, die hasst mich einfach. Sobald ich irgendwie nur da bin, ist passiert irgendeine Scheiße auf der Strecke. Jetzt einfach mein Auto, dass ich auf rückwärts. Der versagt, ich fahre mal rückwärts. So, ich gucke auf die Pfeifen. Ich muss die ein bisschen umstellen. Ja, ich schaffe das sonst. Das ist schwierig beim Fahren. Ich will diese Strecke einfach nur abhaken. Ist mir gerade gar ziemlich egal. Ich wollte jetzt aber nicht nach drei Runden schon da abhaken, dass ich am Ende auf Platz 22 stehe oder so. Ja, dass ich dann mit dem DNF oder mit dem DSQ. Ich wurde ja disqualifiziert, weil ich ja rückwärts gefahren bin. Darum geht's mir. Aber ich sag ja, irgendeine Scheiße passiert auf dieser Strecke immer. Das ist so ein absoluter Fluch. Ich meine, wen können sie die Strecke aus dem Rennkalender streichen? Also ich werde sie nicht mehr fahren, weil es bringt mir nichts. Weil jedes Mal passiert irgendeine Scheiße. Sobald du irgendwie auf der Strecke nur in der Nähe bist oder sowas, passiert dir irgendein Mist. Also ich wurde schon in der Karriere. Light rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Light rain is here to stay. Ich wurde schon in einem Rennen ausgebremst, die auf der langen Geraden, wo dann ich hinter einem Klarsteller war und einfach der komplett voll auf die Eisen geht, dass ich den kompletten Flügel weg habe. Und dann gibt es dafür nicht mal eine Strafe. Ja, du hättest ja aufpassen können. Hieß es dann am Ende sogar noch. Dann jetzt, wie gesagt, eben die Scheiße, die passiert ist im im Rennen, in dem Safety Car, wo mein Auto sich von jetzt auf gleich entscheidet, ich fahre mal rückwärts. Ich habe da Bock drauf. Also ich konnte nichts machen. Warum auch immer. Ich konnte auch nicht mehr reagieren so schnell. Weil irgendwie wollte mein Lenkrad auch nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist einfach irgendwo. Liegt ein Fluch auf dieser Strecke. Oder hier.
es wird so extremst gecuttet, dass mir einer dann Flügel wegballert und alles so. Also so Dinge halt. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas passiert auf der Strecke. Man kommt am Gegner nicht vorbei. Und. Also auf jeden Fall ein ziemlicher Fluch auf dieser Strecke. Und ich weiß auch, warum ich genau diese Saison diese Strecke mit ausgewählt habe zum Kommentieren. Weil es, keine Ahnung, es tut. Es ist einfach so. Es klingt mir einfach mit. Also ich weiß nicht, ihr habt ja auch wahrscheinlich so Strecken, wo ihr denkt, das läuft überhaupt nicht. Und außerdem ist halt bei mir so eine Strecke, ich weiß es nicht. Aber irgendwo so Tag 1. Können wir nicht in Indianapolis wieder mit reinnehmen? So, warten wir mal, bis der Start erfolgt, und wir starten 115 und hoffen natürlich auch ein gutes Rennen. Warum? Ah, mein Auto ist neutral, aber. Ja, Max, der Start ist noch nicht bombig. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht so weit rauskomme. Sechser, wir sind so weit dann. Nein, der fährt von mir. Da ist auch ein Sainz neben mir, der hat jetzt versucht vorbeizugehen. Jetzt ist er weg. Okay. Okay, the safety car is out. Was? The safety car Was? Is out. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur gemacht. Ich bin schuld. Der ist ziemlich reingefahren und ich krieg 5 Sekunden. Ich krieg fucking 5 Sekunden für was? Da lasse ich ein ziehen, jetzt wollte ich wieder wegen random 5 Sekunden, sobald du mal irgendwie nach vorne kommst. Also ich bin jetzt auf 7 zurückgefallen, aber sobald ich irgendwie mal eine Möglichkeit habe, ein bisschen nach vorne zu kommen, gibt es für mich einfach mal random. Gibt es denn mal 5 Sekunden? Egal. Hau mal von mir. Boah, Quiat. Mann, ich sag doch, das ist eine Strecke, die mich hasst. Da wirst du gedivebombt von dem Daniel Quiat, der dich einfach mal auf Platz 7 links wegbombt. Oh, komm schon, ernsthaft, ey. Das ist doch zum Kotzen gerade. Sorry. Lass mich in Ruhe, Quiat. Hau ab da von mir. Sag ja, genau das meine ich. Der haut einen so weg, ey. Ich sag ja, diese Strecke, die hasst mich einfach. Da wird der. Im Zweifel, der kloppt dich da rein und drückt dich so weg. Diese Drecks-KI, die geht mir so manchmal auf den Sack. Sorry, dass ich mich da gerade ein bisschen überaufrege. Aber wofür? Bist du so weggebombt da von den Jungs? Naja. Okay, Start geht auf jeden Fall zu gesünd. Wir sind jetzt hip da. Also mir geht es ja nicht um die irgendwelche Position. Ich hatte jetzt natürlich die Chance, aber. Wie gesagt, ihr habt schon gesehen am Start irgendwie wieder, wie es läuft, wenn ich auf dieser Strecke in der Nähe bin. Da wirst du von dem Science, weißt du, der dich da rausdrückt, rausdreht, berührt. Da kriegst du eine 5-Sekunden-Strafe wegen der Scheinschwellenkollision. Da kommt der Daniel Quiert, der dich da wegbombt, da passiert überhaupt nichts. So, also wie gesagt, sind wir Platz 7 jetzt wieder gestartet. Puh, erstmal den Stress der ersten Runden wegkommen. Also, momentan sind wir auf Platz 7. Es wären jetzt wieder ein paar Punkte, die wir mal mitnehmen können. 6 an der Zahl sind es. Okay, vor uns ist der Carlos Sainz, der nämlich direkt in der Tabelle hinter uns liegt. Würde 2 Punkte wieder aufholen. Was aber nicht so tragisch wäre, wenn wir in die Nähe von ihm kommen würden. Aber jetzt muss er mal wieder reinkommen, dieses Rennen. Nach vorne wird eh nichts gehen, weil die vorne schon wieder weg sind an uns. Aber wie gesagt, das seht ihr. Und nochmal, es ist der zweite Versuch, weil ich auf dieser Strecke eben gerade mein Lenkrad sich entschieden hat. Ja, fahr mal rückwärts. Ne?
Oder solche Dinge halt. Du wirst weggeschossen und kriegst dann noch 5 Sekunden, weil du ne. Mann, ich will diese Strecke nicht mehr fahren. Ich habe noch nie mal was gemacht. Das meine ich einfach. Ich will diese Strecke. Lass mich doch einfach in Ruhe, Lenkrad. Das, was ich meine, es liegt ein Fluch auf dieser Strecke und diese Strecke hat einfach keinen Bock, dass ich hier ein gutes Ergebnis raushole. Mann, wir sind Siebter, es wird eh noch irgendein Mist passieren. Aber sorry, wenn ich mich jetzt hier auch ein bisschen darüber aufrege, weil mich das einfach gerade extremst nervt. Und ich kann auch nicht mal was dafür. Ich kann doch nicht mal was dafür. Ey, du, irgendeine Scheiße passiert immer. Ich hab die an. Vor allem Jeff sagt, überholt das. Ja, ich hab die überholt, das da an, mein Freund. Nee. Aber jetzt hat diese Strecke, ach, der. Es ist zu kotzen, diese Strecke, die verflucht mich. Naja, wie gesagt, alles ist gut. Solange ich jetzt die Jungs hinter mir gehalten bekomme, ohne DRS, ohne irgendeine Hilfe, ist das super. Gerade 3 Runden weg. Der so ein Controller lag jetzt gerade auch. Der liegt ja neben mir, wo er so auf den Triggern liegt. Das hätte nämlich auch sein können, dass er das so akzeptiert, dass der deswegen nach der Rechtsitzung. Aber genau, was ich meine, auf der Langgeraden, ohne dass irgendwas passiert, dreht sich das Auto, drückt sich das Auto komplett weg. Ich muss mein Lenkrad gerade nochmal neu starten, damit ich weiter. Damit ich fahren kann. Also ich würde das Rennen gerne so beenden, wenn es irgendwie gehen würde. Aber ich kann euch leider nicht nur 3 Runden zeigen. Ich würde das Rennen gerne einfach komplett fahren. Mal. Einfach nur abhaken. Wirklich nur abhaken. Diese 7. Platz mit diesen 6 WM-Punkte mitnehmen. So. Ist gar nicht, ob der. Ne, ist auch nicht mit drin. Der ist vorne mit drin. Der ist Vierter oder so. Leclerc. Ich hoffe, dass der noch ausscheidet, dass wir hier noch. Dass er vielleicht auch Möglichkeit haben, einen Rivalen. Heute den Rivalen zuzumachen. Aber wir haben 8 Plätze. Wieso sind 7 Plätze? Die Zeit ist ja auch schon vorbei. Aber der sagt dann, ja. Ich klopfe mich vor der Strecke runter, mein Freund. Deswegen muss ich ja dann am Ende wieder ziehen lassen, weil ich eigentlich schon. Ich war ja schon vorbei am Start eigentlich an ihm. Aber der hat die Kurven so komisch gefahren, dass ich dann, dass er dann wieder vorbeigefahren ist. Und jetzt wollte ich dann wieder 5 Sekunden bekommen, weil ich ihn angeblich weghaue. Wobei ich nichts gemacht habe. Ich gefühlt nichts gemacht habe. Naja. Also, der gibt es ja nicht, wie gesagt. Es regnet ja. Nach vorne wird es auch nichts geben. Das ist. Ich glaube, ich versuche mir diesen Platz einfach, wie es möglich ist, zu ermauern. Wenn es möglich ist, Voraussetzung. Nee, es sind ja noch 10 Runden hier. Aber ich sag ja, diese Strecke, die hat so einen Fluch auf mich. Ihr glaubt das nicht. Und ich habe sie ja jetzt gerade schon wieder gesehen. Das ist ja schon wieder jetzt passiert. Dass mir auf der Langgeraden mein Auto einfach random wegbricht, weil mein Lenkrad sich abstellt. This light rain is gonna be with us for a while now. So, jetzt halte ich mir mal die Position hier. Vorbeigehen kann er nicht. Und ja, lässt ein bisschen, rutscht ein bisschen, versucht ein bisschen vorbeizukommen, aber rutscht da noch weg. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Ich bleibe auch fair. Wenn er neben mir ist, dann ist er, geht er neben mir an mir vorbei. Das ist nicht das Problem. Ich werde nicht jetzt irgendwie von der Strecke kloppen, aber ja, genau das meine ich halt. Er hat den Überschuss, geht an der Strecke, geht an mir vorbei und wenn er fair überholt, dann ist es in Ordnung.
Aber ich darf mich auch wehren gegen ihn, gegen Lando Norris. Im McLaren hier, der uns natürlich versucht anzugreifen hier. Und diesen siebten Platz, diese sechs aktuellen WM-Punkte streitig zu machen. Aber das ist halt immer noch. Aber naja, ich bleib davor und ich kann mich auch noch wehren. Und ich, wenn es jede Runde passiert, ist es in Ordnung. Dann sind wir mal mit dem Siebter und ich bin happy. Dann hätten wir 8 Plätze gut gemacht. Wären wahrscheinlich sogar Fahrer des Tages. Hätten mal wieder ein paar PWM-Pünktchen mitgenommen. Ein bisschen was verloren gegen Carlos Sainz. Würden aber, glaube ich, diesen vierten Platz momentan behaupten. Ich weiß nicht, wie die Zwischentabelle aussieht. Naja, alles gut. The gap to the car ahead is 8.6 seconds. Nach vorne sind es 8,6 Sekunden nochmal. Ich fahre KI 85. Es ist so brockenhart auf dieser Strecke hier vorne zu bleiben. Und ihr seht ja, ich habe es ja schon angekündigt. Es ist ja heute schon wieder so Dinge passiert. Glaubt er nicht. Ich hasse diese Strecke einfach. So, jetzt geht der Norris bei dran an uns. Jetzt darf nichts passieren. Leichter Quersteher mal wieder. Ich hätte mich ja vorhin angefreundet, wenn ich doch den Boxenstopp dran gewesen wäre. Aber dann halt passieren halt wieder irgendwelche komischen Dinge, wo man dann am Safety Car wieder dran ist. Und das Auto hier hat es nämlich passiert. Bremst und wirklich komplett auf rückwärts fährt. Alleine, ich habe nichts gemacht. Und genau das ist halt genau passiert, als wäre das Auto mal ausgebrochen. Mein Lenkrad hat sich einfach irgendwie abgeschaltet. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Also momentan Geisterdinge, ey. Du bist ja in den USA. Das geht nicht. Aber wie gesagt, ich hasse diese Strecke auch. Es ist einfach ein Fluch auf der Strecke in Austin. 9,7 momentan der Rückstand auf den sechstplatzierten. Aber es geht wirklich nur um diese 6 WM-Punkte, also um diesen siebten Platz. Vielleicht haben wir ja Glück beim Safety Car noch irgendwie, dass wir noch reinkommen. Dass wir vielleicht doch noch einen Platzieren gewinnen oder so. In Singapur sind wir ja Fünfter geworden mit dem Ding. Weil der Leclerc dann am Ende noch ausgeschieden ist. Oder vielleicht haben wir auch Glück, die anderen gehen nochmal in die Box oder so. So, wir haben jetzt noch 8 Runden. Jetzt ist nichts weiter passiert. Gott sei Dank, ey. Es geht wirklich nur darum, halt dieses Auto zu halten. Wohin können wir durchhalten, weil ich glaube, dass durch die ganzen Bremsmanöver oder beziehungsweise durch das ganze Anbremsen von den Kurven sollte sich das mit dem RS auch wieder relativ schnell aufladen. Was ich mir dann immer Sorgen mache, ist die Benzinzufuhr. Jetzt hat man einen Fehler drin. Oh, der zieht da zurück und ich habe mich nicht da reingeworfen. Ich hätte ihn jetzt vorbeigelassen, wenn er jetzt komplett durchgezogen hätte. Hat er nicht, aber nicht. So, wie gesagt, Sonntag, heute Abend weiß ich noch nicht, ob ein Rennen stattfindet. Und es ist aber jetzt nicht der große Preis der USA, Gott sei Dank. Nee, ich glaube, es könnte Abu Dhabi sein, aber wie gesagt, wir wissen noch nicht. Kann sein, dass wir aufgrund der Beteiligung die Saison so abbrechen, wie sie ist, und dann ja 2 Wochen Pause machen und dann in die neue Saison gehen. Aber wie gesagt, schauen wir mal. So, wir haben jetzt noch gleich die Hälfte rum. Also, noch mal 7 Runden. Jetzt wird die letzte MyTeam-Saison werden, dann haben wir es durch, weil das Spiel, wie gesagt, kommt ja schon am 17.06. raus. Und ich hoffe, dass ich relativ schnell schon anfangen kann aufzunehmen für euch, dass ich dann direkt mit dem ersten Rennwochenende in den Release gehen kann. Ich habe noch nicht geguckt, welcher Tag das ist. Wenn das natürlich ein Donnerstag ist, wäre es natürlich perfekt, wenn er mal sagt, wie gesagt. Okay, looks like some of those puddles are clearing. We're still on the right time for the time being, but we're not a million miles away from slick conditions. Okay, wir sind nicht mal viel weg, also doch, wir sind noch nicht ein Stück weg von den Slicks noch. Also es wird jetzt leicht trockener, aber es regnet halt noch. Also daher, ich denke nicht, dass wir heute trockenes Rennen haben. Aber vielleicht haben wir auch Glück. Und das kommt nochmal trocken und wir können durchfahren. Aber der Abstand ist doch schon groß, das ist über 12 Sekunden. So, jetzt geht der Norris rein. Jetzt geht er neben uns, bleibt aber weg. Ich wollte ihn jetzt nicht nach innen reinsetzen. Jetzt haben wir neben uns. Das ist das Problem. Da labert der Sainz eben auch schon gerade. An der Position. Da hat er mich dann kassiert am Ende. Habe ich ihn ja dann doch zurückgezogen. Und es wurde noch irgendeine Scheiße passiert. Und es ist halt schon zweimal passiert.
Naja, alles gut, alles gut, alles gut. Oh Gott. Ja, Quersteher, leichter Quersteher außerhalb der SS. So, jetzt greift der Vettel noch da hinten mit an. Ich sehe es nämlich im Rückspiegel, dass der gerade. Das Vettel, glaube ich, ist das Ricciardo? Der Renault dahinter, das sind beide, ne? Renaults. Das sind Ocon und Ricciardo, ja. Oh, das ist gut, dass wir die beide noch hinter uns haben. Weil die beide Autos punktuieren. Ach, dann hat er den Zehnter-Elf, das wäre noch ein Pünktchen. Da würden wir 5-5 auch die Renaults gut machen, statt jetzt. Aber das Ding ist definitiv noch nicht durch, weil der Neue ist da hinten noch dran geklebt. Weil der Rest des Feldes hängt da fast noch dran an uns. Aber nochmal, es ist noch 7 Runden, jetzt gleich noch 6, dann hätten wir es durch. Und dann mache ich 3 Kreuze, wenn diese Strecke einfach abgehakt ist. Und schaffe ich auch wieder ruhig, das ist gut. Also es passiert im Moment, dass ich mich mal aufrege ein bisschen. Und das ist halt passiert. Ich sag ja, wie gesagt, ihr habt ja jetzt kurz mal eben gesagt, gesehen, was halt in den USA, wenn ich da irgendwo zu Gast bin, was passiert. Also zumindest auf diese Strecke hier. Das ist so eine verfluchte Strecke. Ich finde ich Dings besser hier in Annapolis mit der Steilkurve. Die fand ich halt vom Fahrerischen her deutlich angenehmer zu fahren als das hier. Die ist so ekelhaft rutschig, diese Strecke. Aber wie gesagt, der Regen, der macht es nicht einfacher. Jetzt greift der Neues auf der rechten Seite an. Man muss natürlich wieder zurückziehen. Weil das mit 2 Autos nebeneinander in diesem Netz einfach nicht funktionieren wird. So, ich hoffe jetzt mal wieder mal rüber hoch auf die. Ah, lässt das noch nicht zu. 17,50 oder wieder da vorne gar nichts. Das geht nur durch den Safety Car. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen Glück, wenn wir den Safety Car nochmal anschießen können. Aber mehr auch nicht. So, jetzt der Angriff von Norris. Kann er nochmal was reißen? Nö, mein Freund. Ich bleib auf meiner Linie. Und jetzt greift der Ricciardo da hinten noch. Ne, doch, das ist Ricciardo. Gap to car in front is 17.8 seconds. Und ich fahre auch schon volle. Ja gut, ich fahre volle Traktion, ne? Um nur das Auto wirklich auf dieser Strecke zu halten, um diesen Platz zu halten. Und wie gesagt, ich mache nichts Unfaires, meiner Meinung nach. Ich lasse wirklich, wenn der neben mir ist, dann lasse ich auch genug Platz, dass ich weiß, okay, aber kann man sich, ich wehre mich nur. Ich werde nicht abschießen oder mich ein paar Mal davor ziehen. Aber gefühlt, wie gesagt, uiuiuiui. Nein, Mann, so muss das denn immer passieren? Da drückt er sich quer und. Sorry. Ihr habt nichts gesehen. Ja, ich will diesen 7. Platz mit nach Hause nehmen. Wenn ich das irgendwie scheiße, weil ich dein Auto komplett quer drückt. Boah, Alter! Mann, Ricciardo! Versuch doch nicht, mich da reinzudrehen. Also, du hast den Ding schon überholt, ja, aber du kannst doch nicht immer nicht da so reinscheppern, nämlich. Und das Problem ist, dass der Ricciardo nochmal eine Nummer härter wird als der Norris. 5 Runden haben wir noch. Wir haben den 7. Platz, ist auch nicht safe. Ich vermute, dass der nämlich nochmal reinstechen wird in irgendeine Ecke. Wir haben es jetzt gerade schon gesehen haben, wo der mich versucht hat. Und ich kann mich an ein Rennen in den Vietnam erinnern, wo mich der Ocon, glaube ich, in der letzten Kurve doch weggeschossen hat, weil er genau solche Moves gebracht hat. Aber ich sag ja, es passieren Dinge. Ich denke, wenn der Ricciardo einmal richtig durch ist, dann habe ich gar keine Chance, mich vorne zu halten.
So, ich habe mich jetzt gerade mal ein bisschen raus. 5 Runden haben wir noch in diesem Rennen. Also gleich noch 4. Ich bin froh, wie gesagt, wenn dieses Rennen durch ist, einfach. Vorne wird eh nichts mehr gehen. 21,6 Sekunden Rückstand. Also ich möchte gerne fair diesen siebten Platz behalten. Voraussetzung, es passiert nicht irgendeine Scheiße, weil sich das Auto dann am Ende wieder quer, irgendwie random querstellt oder ich weggeschossen werde, weggedrückt werde, wie es jetzt eben gerade fast wieder passiert ist. Scheiße, jetzt habe ich die Tür aufgelassen. Na, doch nicht. Also außen geht's. Wenn er rechts vorbeigeht, ist es okay. Er darf halt nämlich nach links kommen. Bzw. in die Innenbahn kommen. Außen kriege ich noch gekontert. Sorry, mein Freund, aber das... Weiß ich nicht. Boah, Alter. Tire condition is still looking good. Und jetzt hat es auf jeden Fall irgendwo was passiert, weil der... ein gutes Stück zurückgefallen ist. Unter uns ist es mittlerweile eine Sekunde Abstand. Irgendwas muss passiert sein. Vielleicht ein Flügel oder was? Weil ich glaube, dass die gerade nicht mit rankommen wieder, ne? Oder wo ist es gerade da? Und dann kann ich auf Mager stellen. Ein bisschen Sprit sparen vielleicht. Nur mal im letzten Moment zu feiern. Aber irgendwas ist passiert auf jeden Fall. Ricardo hat irgendwas. Vielleicht ist das Auto so abgenutzt mittlerweile, der Motor oder so. Ja, das kann sein, dass der Motor, wenn der Motor durch ist bei ihm, dann kann er nicht mehr viel machen, dann wird das, weil das ist jetzt gerade ein bisschen krass, dass er jetzt so krass zurückfällt. Ja, er fällt auf jeden Fall mega weit zurück gerade. Also scheinbar haben wir das Auto tatsächlich, oder Getriebe oder was auch immer. Soll er ein bisschen abhalten, das ist okay so. Ja, Ricardo ist raus. Oder Flügel, oder, ja, da hat er Flügel, oder Flügel weg, ja. Da fällt der nämlich jetzt schon mal raus, ist der Dings. So, wir haben noch 3 Runden. Ich spare gerade ein bisschen Sprit hier, um die letzten 3 Runden vielleicht noch mal ein bisschen was zu haben. Also momentan Ricciardo so gut wie raus, Norris ist jetzt drin, auf Platz 8 liegen, hinter uns wieder. Dann bin ich ja ziemlich happy, dass ich gerade Ricciardo los bin, weil der ist auch normal für ein Überraschungsmanöver immer wieder gut. So, 3 Runden. Na gut, okay. Ich fahre jetzt auch bewusst ein bisschen auf Rund. Also das Benzin oder auf den Mager gestellt, damit ich halt ein bisschen spare jetzt eine Runde. Da sind wir aber 1, irgendwas Runden. Wir machen ja 0,6 oder sowas. Ich habe das ein bisschen verdoppelt. Klar, dass sie jetzt ein bisschen rankommen wieder. Aber das hat sich sehr gut getan jetzt, gerade dass ich ein bisschen Luft habe. Die Frage ist, wie weit kommt jetzt, kommt der nächste Wagen zu mir ran? So, ich gehe jetzt wieder fett hoch, um den Konter jetzt oder im Platz zu behalten. So, schon 28 Sekunden, aber wir haben auch den Sprinter mit einer Runde, anderthalb jetzt auf Trocken, auf Dings gehabt. Selbst ein Trockenreifen würde jetzt uns nicht mehr helfen. Safety Car, aber das wird jetzt in den letzten 2 Runden hier nicht mehr kommen. So, also Runde 12 sind wir jetzt. Fakt ist, im Trocknen hätten wir das Rennen so nicht gehalten. Aber das ist ja noch nicht vorbei. Ich kann ja noch ein bisschen was passieren.
Es kann passieren noch irgendwelche außergewöhnlichen, unvorhergesehenen Dinge. So, jetzt greift jetzt hier ein neues Ding an. Ja, versucht es natürlich, aber vorbeikommen ist gerade nicht. Noch in Frankreich bin ich auf den letzten Metern geschlagen worden. Jetzt hat er mich. Na, wie sollte ich lassen, aber nochmal die. Lassen nochmal da kommt doch nochmal den Angriff von ihm. Solange er mir von außen reingeht, ist es egal. Innen habe ich keine Chance mehr, irgendwas zu reißen. Außen kriege ich ihn noch. Also, wenn ich selber innen bin, dann kann ich die Angriffe von ihm setzen. So, wir gehen jetzt gleich in unsere vorletzte Runde. Und dann habe ich den Scheiß hinter mir hier. This rain could be with us for a while. Light rain conditions for the foreseeable future. Naja, klar. Ein leichter Quersteher, das wird wieder ein bisschen Zeit gekostet haben. Es geht in die vorletzte Runde. Wir haben noch noch zwei Durchgänge. Runde 13, vorletzte. Also okay, Vettel. Also ein Rivale weniger auf der Map. Das heißt, ja, ist Vettel. We have two laps of fuel remaining. Wobei mir Leclerc lieber gewesen ist, sondern wenn man sogar Sechster geworden. Aber weiter geht's halt nicht. So, Angriff Neuhäuser in der ist außerhalb der Außenhindernis. Und wie gesagt, solange ich innen bin, kann ich jedes Mal seine Angriffe kontern. Ich will den Scheiß ja nicht weghaben, Alter. Geh mir nicht auf, wenn es. Scheiße, das war nur. Ja, jetzt geht er natürlich rein und will und macht und tut und weiß auch. So, jetzt greift mich der. Jetzt greift der O'Connor. Jetzt habe ich den O'Connor noch hinter mir. Das ist auch nicht einfacher. Ich sehe nämlich gerade nur an einem Vietnam-Rennen, wo er wirklich in den letzten Kurven mich weggedrückt hat. Oder wirklich reingedeift hat, wie auch immer. Mir so das Rennen gekostet hat. Und der O'Connor ist einer, der haut auch durch, wenn es sein muss. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt greife ich. Jetzt konnte ich schon so seinen Angriff nochmal. Mir ist der Norris lieber als er, als der. Franzose, der da hinter mir im Renault sitzt. Frag mal bei Max Verstappen nach, der weiß auch, wie das. Der ist bestimmt sehr gut auf den Ocon zu sprechen. So, jetzt kann ich noch ein bisschen. Jetzt bleibe ich natürlich erstmal ein bisschen aufs Mager, damit ich jetzt die letzten Kurven ein bisschen spare. Und dann im letzten. So, das ist ja wo jetzt ein. Oh, der Renault ist. Beschädigt. Das ist der zweite Renault, der jetzt auch noch weg ist. Oh, das ist gut fürs Team. Das ist fürs Team bombig, also wenn ich ehrlich bin. Jetzt haben wir noch. Oh, ja, jetzt haben wir noch Dings hinter mir. Jetzt haben wir den Norris und dahinter von Max Verstappen. Der ist wahrscheinlich auch drei Kreuze. Macht das der Norris, der weg ist. Also wie gesagt, beide Renault in der Box. Vettel raus. Wir sind in unserer letzten Runde. Jetzt heißt es nochmal volle Lotte Konzentration, damit ich halt hier dieses Ding mit nach Hause ziehe. Runde 14 von 14. Es geht nur um diese 6 WM-Punkte. Mehr nicht. Wobei jetzt ein Auto hinter uns ausgeschieden ist. So, Angriff Norris. Aber den lasse ich gar nicht jetzt die Position jetzt gerade. Der Verstappen dahinter ist mir herzlich egal. Das erste Renault. Alter, Bottas gewinnt diesen großen Preis der USA. Und jetzt ist der Angriff von Norris in. So, ich kann jetzt nochmal angreifen. Greife jetzt nochmal auf der Innenseite an. Angriff gegen Norris. Es geht um 2 WM-Punkte mehr. Vorsprung 34 Sekunden, das ist aber egal. Der ist schon im Ziel, der Carlos-Zeit. Der hat uns auf jeden Fall. Es geht um den zweiten McLaren, den müssen wir hinter uns lassen. So, also, klären wir die letzten zwei Kurven. Hier noch diese Linkskurve und dann nochmal eine etwas längere Linkskurve und dann haben wir es. Und jetzt bitte nicht Snack lassen. Okay, pick up rubber and bring it home. Was für eine Strecke, ey.
Was für eine Strecke. Fahrer des Tages, klar. Ja, macht jetzt gut gemacht. Aber es ist mir herzlich egal. Hauptsache, ich habe dieses Ding gesehen. Es war ein unglaubliches Jahr für die Formel 1. Die Fahrer haben alle ihr Bestes gegeben und dieses Jahr zu einem der fesselndsten der Renngeschichte gemacht. Naja. Leider kann es nur einen Champion geben und hier kommt er auch schon. Unser neuer Weltmeister der Formel 1. Das war nicht nur der Sieg, sondern auch der Titel. Glückwunsch an das ganze Team. Was für eine fantastische Saison. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Ich glaube, Mercedes kann jubeln, Albon Dritter. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich nur froh, dieses Rennen abgeschlossen haben. Mein siebter Platz ist top, aber wie gesagt, ich bin einfach nur happy, dieses Rennen hinter mir zu haben. Nächste Woche ist Mexiko dran. Also Stefan, lass uns... Für mich ist das heute Richards. Juhu. Man muss sich nur ansehen, wo er begonnen hat und wo er jetzt steht. Es ist alles andere als einfach, das Feld in der Formel 1 so aufzurollen. Wirklich eine grandiose Leistung. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, jetzt kommen wir mal gerade schnell auf die Tabelle. Wir bleiben unserem vierten Platz treu, sind jetzt 12 Punkte vor. Carlos Sainz, die zwei Plätze haben wir verloren. Vorne 47 Punkte auf Max Verstappen. Den haben wir heute auch geschlagen. Bisschen haben wir abgenommen, aber den werden wir nicht mehr kriegen. Aber wichtig ist, dass dieser vierte Platz zugemacht wird. Es sind 12 Punkte auf Sainz und Albon. Sechster sind wir auf alle Fälle. So, Team WM, gucken wir mal rein. Sind wir 6 Punkte noch für Renault. Auch das war jetzt deswegen sehr, sehr wichtig, dass die heute nämlich nichts geholt haben. Und wir uns deswegen von Gleichstand wieder ein bisschen was erholt haben. Es bleibt halt wirklich auf diesem vierten Platz. Aber es sind noch 3 Rennen. Es sind noch Mexiko, es sind noch Brasilien, es sind noch Abu Dhabi. Das wird alles andere als einfach auf diese Strecke. Also heute war es wichtig. Heute war es wirklich wichtig. Und schade, dass halt mir keine Punkte holt. Deswegen bin ich halt quasi so ein bisschen der Alleingänger mit den 180 Punkten. Aber wie gesagt, Hauptsache ich bin erstmal durch. Wir haben es geschafft. Wir haben Austin abgeschlossen. Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Ich weiß nicht, was passiert. Das tut mir leid. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas... Ja, so nicht. Haben Sie sich bei diesem verregneten Wetter heute wohlgefühlt? Nein, ich hasse Regen. Aber, nein. Sorry, ich weiß. Ihnen und Ihrem Rivalen kommen die Dinge richtig in Fahrt, was? So. Klasse. Eigentlich nur happy, dass ich das Ding durch habe, ey. Ich sag ja, die Strecke, die ist so ein Fluch. Ihr habt ja gesehen, einfach random auf den Geraden weg. Es war nicht einfach, definitiv. Ich bin auch ziemlich happy, ey, wie gesagt. Position, ja, okay. Er hat jetzt noch ein bisschen was aufgeholt. Wir sind jetzt sogar punktgleich. Also, wer als erstes diese 3 Punkte holt, dann in den nächsten. Ja, natürlich. Wäre natürlich jetzt. Ja, jetzt geht man den gerade aus. Dankeschön, denn gerade, dass du das jetzt gerade für mich erledigst. Du hast die USA gehört, ne? Das ist jetzt? Ach, geh mir auf den Sack. Mein Lenkrad, der stellt sich gerade wieder aus und an, wie es gerade Lust und Laune hat. Naja, egal. Nächste Rennen ist Mexiko.